Hallo meine Freunde, da bin ich mal wieder, euer Holder. Heute sind wir unterwegs mit dem Tier 6 Cruiser der kaiserlich-japanischen Marine, der Aoba. Oh ja, schauen wir mal, ob es im Gegensatz zur Cleveland mithalten kann. Wir sind wieder auf der Karte Salomon, die kennen wir ja schon. Da waren wir mit der Nürnberg unterwegs. Ja, die Aoba, ein recht flinkes Schiff. Bewegt sich immerhin mit 35 Knoten in der gerade Ausfahrt fort, hat drei Zwillingstürme, die allerdings im Gegensatz zu Cleveland ein größeres Kaliber tragen, nämlich 203 mm. Demzufolge ist die Nachladezeit auch etwas länger. Aber wie ihr schon seht, bei diesem Probeschuss, die Flugbahn der Granaten ist wesentlich niedriger. Was es natürlich einfacher macht zu zielen, das heißt, wir müssen nicht mehr so weit vorhalten. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kreuzern haben die Japaner noch einen Vorteil, sie besitzen Torpedos. Und zwar nicht mal schlechte. Die Aoba hat hier auf jeder Seite zwei Vierfachwerfer. Nein, Quatsch, auf jeder Seite ein Vierfachwerfer. Die Torpedos haben immerhin eine Reichweite von 10 Kilometern und verursachen fast 17.000 Schaden. Das ist natürlich wirklich ein Vorteil, der nicht unerheblich ist. Der Abschusswinkel ist nicht ganz so ideal. Er befindet sich ca. 90 Grad neben dem Schiff. Das heißt, man muss halt immer seine Breitseite zeigen. Aber es wird sich wohl die eine oder andere Situation auftun, in der wir das nutzen können. So, wir sind im Herrschaftsmodus. Das heißt, wir haben wieder drei Caps. Ich bewege mich mit einer Kuma auf Cap A zu. Dann kommt ein Schlachtschiff, das ist ein Premium-Schlachtschiff und zwar ein relativ neues, die Kaiser Nikolai. Vielleicht werde ich mir die auch mal besorgen, um euch mal zu zeigen, was das Schiff kann oder eben auch nicht. So, sie ist nach einer Entfernung von 12,3 Kilometern oder 12 Kilometern läuft rein. Das heißt, wir könnten eigentlich unsere Turbs mal scharf machen. Sie ist schon bei 11 Kilometern. Die Kuma versteckt sich hinter der Landzunge. Ich habe meine Trupps scharf gemacht. Hier seht ihr nochmal die 90 Grad. Jetzt ist sie leider zugegangen. Verdammt nochmal. Na, vielleicht kriegen wir sie nochmal auf. Dann laufen wir hinter der Landzunge vor. Da ist sie. 10,3 Kilometer. Weiterhin reinlaufend. Das heißt, wir können unsere Trupps mal absetzen. Vielleicht kriegen wir einen Treffer hin. Und da laufen sie. Sofort wieder auf HE-Munition umgeschaltet. Ach verdammt, ich wollte eigentlich gar nicht auf die Murmansk feuern, ich wollte eigentlich auf die Kaiser Nikolai feuern. Aber das ist hinfällig. Wir sehen, hier ist ein Kreuzer und zwei Schlachtschiffe. Das ist doch eine ganze Menge für ein einzelnes Schiff wie mich. Da treffen mich schon die ersten Salven. Jetzt versuchen wir auf die Kaiser Nikolai zu feuern. Die gehen daneben. Übrigens haben die japanischen Granaten dieses Kalibers eine Brandwahrscheinlichkeit, HE-Granaten natürlich, eine Brandwahrscheinlichkeit von 17%, das heißt relativ hoch. Oje, hier bekomme ich eine Salve nach der anderen. Dann werden wir uns mal schnell hinter die Insel wieder verziehen, aber vorher setzen wir unseren zweiten Torpedowerfer ein, wieder auf die Kaiser Nikolai, die jetzt schön längs sind, läuft. So, Torpedos sind raus. Und wieder hingeaimt, schön HE-Munition. Die Salve dürfte diesmal deckend liegen. Jawohl, das waren mal sechs Treffer, das heißt alle sechs Schüsse sind ins Ziel gekommen. Nicht schlecht. Eine Cap-Verteidigung, eine zweite Salve. Diesmal allerdings bloß die Hälfte der Schüsse ins Ziel gekommen, aber wir haben sie das erste Mal angezündet. So, wenden. Die Karte hat natürlich den Vorteil, dass man sich hier doch das eine oder andere Mal wieder zurückziehen kann hinter die Inseln, wenn der Beschuss zu stark wird. Aber früher oder später wird man wohl um die Ecke drücken müssen. Das gegnerische Team scheint sich auf Cap C zu konzentrieren. Meine Trupps laufen ganz gut. So, noch eine HE-Salve hinterher. Ein Torpedo hat getroffen, immerhin für fast 13.000 Schaden. Jawohl, und da war er weg, der Kaiser Nikolai. So, die Murmansk läuft parallel, da muss man ein bisschen aufpassen, die hat nämlich auch Torpedos. Ah, jetzt läuft sie nach oben weg. Ah, schicken wir doch mal eine AP-Salve hinterher, testen wir doch mal diese Munition. Nicht der ideale Winkel. Ja, ein Streifschuss für 940.
Damage, nicht das Ideale. Aus diesem Winkel sollte man doch lieber HE nehmen, aber da sie schon brennt, probieren wir es einfach weiter mit AP. Der Kahn hier ist recht wendig, gefällt mir gut. Wir können uns immer wieder schön aus den Salven rausdrehen. Jetzt probieren wir mal das Schlachtschiff hinten zu treffen, die New Mexico. Da haben wir immer noch AP geladen. Ja, die gehen daneben, da hatten wir zu wenig vorgehalten. Nochmal der Kuma eine hinterher geschickt. Der Murmansk natürlich. Aber die dürfte eh runterbrennen. Rams, das war ein Abpraller, das heißt, sie hat auch mit AP geschossen. Sah sehr schön aus. Wieder. Oh, da ist eine Minekasse. Eine Minekasse. Aber da brauchen wir uns noch keinen Kopf machen. Sie hat nur 7 Kilometer Torbrange. Der New York noch eine AP-Salve hinterher geschickt, jetzt wieder umgeladen auf HE, um der Minekasse zu begegnen. Oh je, da hat tatsächlich noch ein Schuss getroffen und die letzten 821 Platten der New York gefressen. Ja, soll mir recht sein, war der erste Kill für mich. Jetzt werden wir das erste Cap erobern. Haben wir geschafft, das zweite Cap ist schon in unserer Hand. Wir führen auch leicht nach Schiffen. So, die Minekasse versucht ihr Heil in der Flucht, da die Kuma ja doch ein ernstzunehmender Gegner mit ihrer hohen Feuerrate ist. Außerdem kommen da noch zwei Aeobas hinterher. Haben wir sie einmal erwischt. Leider konnte ich nicht sehen, für wie viel Schaden da sie in ihrer Nebelwolke versteckt ist. Oh, wir sind entdeckt, das heißt, wir wechseln wieder öfters den Kurs. Und fahren mit dem Bug auf den Zerstörer zu, um eine möglichst kleine Trefferfläche zu bieten. So, das B-Cap wird uns gerade abgenommen. Da ich nicht sehe und das Schlachtschiff nicht sieht, wird es höchstwahrscheinlich ein Zerstörer sein, der da drin ist. Da bleibt ja nur der russische Zerstörer, der die Minekasse ja vor uns rumeiert. Oh, 8,8 Kilometer, nicht die ideale Schussentfernung, aber wir probieren es halt mal. Das Priet sieht gar nicht so schlimm aus, aber wir haben sie trotzdem nochmal erwischt. Allerdings bloß für minimalen Damage. Aber da die Zerstörer in dieser Klasse noch nicht so viele Lebenspunkte besitzen, tut ihr selbst das recht weh. Ja, da haben wir den russischen Zerstörer, die Ognjewoi. Schießen wir auch mal eine Salve hin, mal einfach so aus der Hüfte, auf Vermutung. Ja, kommt nicht schlecht rein, ja. Immerhin haben wir ja ein Geschütz beschädigt. So, was machen wir jetzt? Zwei Caps gehören den Gegnern. Der Gegner führt nach Punkten. Hat mittlerweile gleichgezogen mit zerstörten Schiffen, besitzt aber zwei Caps. Oh, unsere Kuma, die ja mutig vorausgefahren ist, begegnet einem anderen Sechser Zerstörer. Und zwar der deutschen Marine, nämlich der Nürnberg. Dem ist sie nicht gewachsen. Und sollte sich zurückziehen, tut sie auch hinter dem Berg. Aber wir können den Kampf mit der Nürnberg durchaus aufnehmen. Die Nürnberg hat zwar eine wesentlich höhere Feuerrate wie wir, aber wie schon in mehreren Videos vorher gesagt, ist sie doch recht weich. Das heißt, man beschädigt sie relativ schnell. Und ihre HE-Munition ist wirklich zur Vernachlässigung. Da brennt sie auch schon. Die zweite Aeoba hat das Feuer ebenfalls aufgenommen auf sie. Aber es könnte auch von der Kuma gewesen sein. Jawohl, jetzt habe ich ja den Motor zerschossen und zwei Brände gelegt. Nicht schlecht. So, um das zu überleben, musste sie reparieren. Sonst hätte sie stillgestanden und gebrannt. Ja, da gab es den nächsten Ausfall. Leider konnte ich nicht erkennen, was ich ihr zerschossen habe. Da sie ihr Reparaturteam verbraucht hat, wird sie diese Brände, die jetzt auf ihr entfacht werden, auch nicht löschen können. Und die Panzerung der Nürnberg hat den Geschützen der Aeoba, den 203mm Geschützen, nicht wirklich was entgegenzusetzen. So, da waren nochmal zwei Brände. Also die Brandwahrscheinlichkeit ist wirklich anständig. Gefällt mir gut. So. Also, oh je, der brennt ja wirklich wie ein, ja, wie ein Hexenfeuer.
Und der Motor scheint auch beschädigt zu sein, denn er bewegt sich nicht mehr wirklich schnell. Weder Motor oder Steueranlage sind kaputt und da haben wir ihn rausgenommen. Habe jetzt nicht gesehen, ob das ein Treffer war oder ob der durch Brand zerstört wurde. Ist ja auch nicht wirklich wichtig. Unsere Kuma macht das recht schlau. Ist ja noch ein bisschen flinker wie wir. Die erobert gerade das B-Cap zurück. Allerdings wird sie da von einer Omaha bedroht. Werden wir doch mal Kurs auf das B-Cap nehmen, um ihr da etwas Unterstützung angedeihen zu lassen. So, sie hat das B-Cap eingenommen. Und dreht wieder in Richtung ihrer befreundeten Schiffe, um da etwas Feuerunterstützung zu bekommen. Die Oma hat zu viel Angst, sie hat das Schlachtschiff gesehen, was da von hinten rankommt. Laut Minimap, oh, ich wurde entdeckt. Von wem denn nur? Von wem denn nur? Ich sehe ja gar nichts. Ach, davon kommt ein Schlachtschiff rein. Mal probiert auf die Omaha zu schießen, aber das bringt nichts, wenn man nicht genau sieht, wo sie ist. Ich habe jetzt laut Minimap geschossen, das kann nicht funktionieren. So, die New York hat ihre Geschütze zur Seite ausgerichtet, beachtet mich also nicht. Zack, gibt's gleich mal die erste Salve von den vorderen Turmgeschützen. Jawohl, für 2700 bei drei Treffern oder 2100 gefällt mir gut. Nächste Salve kommt hinterher. Jawohl, und schon wieder jemand in Brand gesteckt. Oh, da sind Bomber über mir. Ja, aktivieren wir mal den Flakskill. Ich hätte natürlich auch noch meinen Jäger hochschicken können. Aber jetzt habe ich erstmal mit der New York zu tun. So, die Bomber haben es versaut. Zwei Flugzeuge der Staffel haben ja auch runtergeschossen. Mal sehen, ob wir die Tops nochmal effektiv einsetzen können und raus damit. Drei Flugzeuge abgeschossen. Ah, die New York dreht dann doch etwas leicht nach hinten ab. Na, mal sehen, ob das mit den Tops klappt. Nee, ich glaube ja nicht. Ja gut, dann schießen wir halt weiter so auf sie. Ja, und wir erwischen sie eigentlich mit jeder Salve recht ordentlich. Oh, eins ums andere Mal wird sie getroffen. Die Trefferzahlen bewegen sich allesamt im vierstelligen Bereich. Das gefällt mir gut. Das ist besser wie bei der Cleveland. Da hat man doch eher manchmal kleinere Treffer. Von der Nürnberg will ich da gar nicht anfangen zu reden. Jesus, da probieren Torpedobomber längs zu kommen. Das heißt, schnell noch eine Salve abgesetzt. Oder nein, ich kümmere mich zuerst um die Torpedobomber. Da haben sie abgeworfen. Aber dank der guten Wendigkeit der Europa ist das kein Problem für uns, da rauszukommen. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Da ist noch eine zweite Staffel. Oh, da haben wir aber einen Treffer von der New York kassiert. Immer schön die Schärfe im Auge behalten. Da hat sie abgeworfen in ihrer Verzweiflung, weil sie zwischen zwei Kreuzer gekommen ist. Die Torpedos sind keine Gefahr für uns. Da laufen wir ganz locker raus. So, kümmern wir uns wieder um die New York. Oh, okay, da haben wir nochmal schweren Schaden bekommen. Das war jetzt eher mau, vier Treffer für 1000 Schaden. Na, und da haben wir wieder ein Feuerchen. Das dürfte dann wohl ihr Ende sein. Mal sehen. Ah, der Kill ging auf ein anderes Konto, aber egal, weg ist weg. Und außerdem wäre es ja nicht so, als hätte man da nicht noch eine andere New York. Ja, verpassen wir da auch mal was. Ja, der Treffer war eher mau. Oh, die fährt schön quer zu mir. Hätte ich eigentlich auch mal AP probieren können, aber was ist? Wir machen halt wieder ein Feuerchen. Oh, da hörst du die Torpedowarnung. Da habe ich die Torpedoflieger verpasst. Schnell mal geschaut, wo sie kommen. Oh, verdammt, das wird knapp. Das wird knapp. Oh je. Oh. Oh je. Puh. Nochmal rausgekommen aus dem ganzen Haufen. Jawohl, den haben wir durch unseren Brand zerstört. Also die Brandwahrscheinlichkeit der japanischen Kreuzer gefällt mir richtig. So, da bleibt noch ein Flugzeugträger. Auch dem können wir noch mal ein bisschen was mitgeben. Jawohl, ein Zitadellentreffer mit HE-Munition. Und noch ein Zitadellentreffer und das war's dann.
Ja, immerhin 74 Treffer, ein Torpedotreffer, 7 Flugzeuge konnten wir abschießen, 5-mal kritisch beschädigen, 3 Schiffe haben wir versenkt, 10 Brände verursacht, gefällt mir wirklich. 2 Zitadellentreffer, 3-mal das Cap verteidigt und ein Cap erobert. Ja, das bringt uns immerhin auf Platz 2, neben der Kuma, die wirklich gut gespielt hat. 3 Kills, 7 Flugzeuge, gute Sache das. Schauen wir mal in den ausführlichen Bericht. Ja, immerhin 2200 durch AP-Schüsse, 35.000 Schaden durch AE-Treffer und 23.000 Schaden durch Brände. Plus den 13.000 durch einen Torpedotreffer. Das ist echt nicht schlecht. So, schauen wir uns mal die Schiffe an, die wir alle beschädigt haben. Eine ganz schöne Liste ist das. Ja, die Nürnberg ist halt wirklich Futter, wenn die alleine unterwegs ist. Oh ja. Also gefällt mir gut. Mal sehen, was übrig geblieben ist. Ja, immerhin 211.000 nach Abzug von Munition und Reparatur. Und es hat gereicht für einen EP von 3717. Wirklich ein cooles Spiel gewesen. Also Ioba gefällt mir gut. Ich werde weiter auf der Linie bleiben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald hier wieder. Also dann macht's gut, euer Roder.